Normalerweise läuft es so. 4 Männer, 6 Autos und eine Rennstrecke. Aber jetzt drehen wir den Spieß um. 4 Frauen, 6 Autos und 2 Rennstrecken. Das Frauenwochenende. Und das sind die Testfahrerinnen. Lina van de Maas. Die Schlagzeugerin trommelte schon mit Größen wie Nina Hagen. Ihre eigentliche Leidenschaft gilt aber motorisierten Amerikanern. Privat fährt die gelernte Kfz-Mechanikerin Oldtimer. Vielen Dank, ne? Sabine Schmitz. Der Rennfahrerin macht kein Mann etwas vor. Als erste Frau trägt sie sich bei den 24 Stunden vom Nürburgring in die Siegerliste ein. Ich glaube, wir sind hier irgendwie am Arsch der Welt gelandet. Kann das sein? Katharina Kuhlmann. Sie ist seit der Wahl zur ersten Miss Tuning nicht mehr aus der Automobilszene wegzudenken. Inzwischen betreibt die Moderatorin ein Unternehmen für Autoeffektlacke. Willkommen im Nirvana. Jetzt freue ich mich, endlich geht's los. Christina Sucher donnerte bei der Wahl zur schönsten Rennfahrerin der Welt auf Platz 1. Die Schweizerin verdient ihr Geld als Model, Moderatorin und mit schnellen Runden. Ja, wir Mädels, wir kennen uns ja schon länger. Die Katharina, die kenne ich noch nicht so, also halt aus dem Fernsehen wie jeder andere wahrscheinlich auch. Aber ich denke, Christina ist immer gut drauf und Lina sowieso. Und da gibt es bestimmt eine Menge Spaß. Und dann noch auf einer Rennstrecke mit schönen Autos, hoffe ich doch. Und da geben wir uns mal richtig schön die Kante. Ran, ran, ran. Also, oder? Bei mir ist kalt. Ihr habt alle eure Jäckchen an. Uns wird gleich warm. Komm, kommen wir zu den Autos. Das Driving Center Großdölln bei Berlin. 20 Grad Streckentemperatur. 4 Sportwagen warten auf ihre Testfahrerinnen. Die Mädels wissen noch nicht, dass sie an diesem Wochenende einiges durchmachen werden. Freude, Enttäuschung und Angst. Nein, 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 nein! Was ist das denn? Sabine, sie kriegt heute den Schrecken ihres Lebens. Lina, sie kriegt heute eins auf den Deckel. Katharina, sie ärgert sich heute maßlos über sich selbst. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Christina, sie bekommt es heute mit der Angst zu tun. Bremse. Ist vorbei. Sollen wir mal ein bisschen lupfen? Können wir machen Automassage? Ah. Ja, klar, klar. Zu flau. Ah, Famosch. Runter damit. Das ist zu flau, ja. Den Hintern befummeln. Boah. Ui. Und? Was ist es für einer? Porsche in Ferrari. Frisch, Rot, oder? Ein Frischluft-Porsche. Wirklich, ich hatte ja mal einen und mit dem bin ich ja ganz böse abgeflogen. Warum tust du das? Das war, ich war jung und dachte, genau. Ich bin sterblich. Ja, du bist die letzte Katharina, die den fährt. Okay, so, jetzt kommen wir zu meinem Auto. Das sieht auch sehr gut aus. Das ist doch bestimmt Jaguar, oder? Ja, 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 ja. Denke ich auch. Ah, schön. Kein DB9. Ah, you. Nee, Jaguar. Das ist meins. Supercharged. Der ist schon einkassiert. Ja, nicht Jawohl. Schlecht. Jawohl. Schön. Und der S auch noch. Schlüssel haben wir auch. Der ist echt schick. Wahrscheinlich auch. Ich hab ihn. Schon kompliziert, ja? Ist mir so läuft der Hase. Dann mal gucken, was übrig bleibt. Nee, der macht bestimmt auch Spaß. Obwohl, ist ein Auto aus England, da muss man mal vorsichtig sein. Das ist nicht England. Hey, das ist Tata. Das ist Tata. England ist das nicht mehr. Tata hat doch Jaguar gekauft. Echt? Das ist nicht mehr British. Ich muss dich enttäuschen. Opel, Opel. Wow. Aber eine geile Farbe. Hey. Ist das die Nürburgring-Edition? Ja, ne? Kann ich nicht mit umgehen. Ja, ja, hier. Aber ich steh dran. Nürburgring. Die Nürburgring-Edition wartet mit 210 PS auf.
18 PS mehr als beim normalen OPC. Verantwortlich dafür sind extra angefertigte Turbolader, eine modifizierte Auspuffanlage und eine konsequente Auslegung auf 100 Oktan Sprit. Nur 500 Einheiten legt Opel auf, zu einem Preis von 27.650 Euro. Britisches Kennzeichen. I proudly present a Lotus. Lotus. Mit Toyota-Motor, oder? Steckt da nicht Toyota drin? Doch, doch, ja, ja, Toyota. Aber die machen richtig Spaß. Das ist wie ein Go-Kart zu fahren. Oh, okay, das ja. Bist du, ja? Gut. Nina hat auch schon ihr Auto. Schau dir mal die Türgriffe an. Was ist das denn? Space. Sehr männlich. Ja, Christina. Ich fahre ja viel Porsche. Willst du den Porsche nehmen? Also ich habe ja schon den Schlüssel. Ich kann auch mal den Grashüpfer hier nehmen. Ja gut, dann du hier. Schmitz, was ist dir der Schlüssel wert? Ich wollte ja eigentlich erst den Porsche, weil einen Porsche habe ich auch in Wirklichkeit schon mal zerlegt. Dachte ich, der gehört mir. Ich komme ja auch aus Baden-Württemberg. Ich wollte aber Schmitz haben, dachte mir, okay. Und auf einmal blieb nur noch der Jaguar übrig. Und da war ich ganz überrascht. Ach wie, ich krieg den Jaguar? Ja. Fahr langsam, du musst uns die Ideallinie vorfahren. Da geht was. Der klingt aber ein bisschen besser da links, der Jaguar. Vielleicht doch den nehmen sollen. Aber es ist schön gemacht hier. Richtig schön. Tolle Sitze, sehr bequem vor allem. Recaro-Sitze, kann das sein? Tatsächlich, mit der Nordschleife drauf. Bis ihr ausgegackert habt, habe ich schon 3 Runden gefahren. Startschuss fürs Frauenwochenende. Wo sonst die Männer ihre Runden drehen, legen jetzt die Mädels richtig los. Sabine Schmitz, unterwegs im neuen Porsche Boxster S. So, krass, da kommt der Sound so richtig rüber. Yeah! So geil, so geil! Und das Ding liegt! Ja, was ich mache! Du kannst halt Gas geben, bremsen, Gas geben. Das Ding bringt dich irgendwie wie so ein Zerstörer irgendwie über die Strecke. Und du hast halt so ein Grinsen im Gesicht. Ah, dieser Sound! Merkt ihr irgendwie, dass ich die ganze Zeit rumschreie? Also die Reifen quietschen, ich schreie. Und es war einfach geil. Im Lotus hat Lina schon mehr Probleme. Die schwergängige Lenkung macht ihr zu schaffen. Ja, da ist gut, wenn man morgens mal ein paar Liegestütze macht, bevor man sich in so einen Lotus reinsetzt. Alter, das geht ja gar nicht. PS-schwächster Kandidat im Test, der OPC Corsa. Hängt aber gut am Gas. Macht Spaß. PS und vollgepackt mit elektronischen Helfern. Der Boxster S bietet Porsche-typisch viel Technik. Mit dem Ding kannst du alles machen. Vor allem, es ist nicht so, wenn man den mal ein bisschen hernimmt, dass er dann gleich die Flügel hängen lässt, sondern den kann man so richtig rannehmen und der jammert nicht, der Bremsdruck bleibt stabil. Das ist einfach. Hat ja oft beim Porsche diese Turbomotoren und die sind auch schwerfällig und dann haut's rein und, oh, und dann muss man auch von der Traktion sehen, dass die PS-starken Modelle dann auch von der Abstimmung her nicht so schön sind, damit man einfach Traktion hat, wenn man so ein Ampelduell fährt wahrscheinlich. Keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber mit so einem Auto, da kann man alles mitmachen. Im Vergleich zum Vorgänger ist der Boxster S deutlich flacher und breiter. Der 6,5 cm längere Radstand soll das Fahrverhalten optimieren. Abgespeckt auf knapp 1400 Kilo verbraucht der S gerade 8,8 Liter. Dafür steigt der Basispreis des Mittelmotor-Roadsters auf über 59.000 Euro. Spitze. Also ist irgendwo idiotensicher, aber wenn
Eine Idee. Wir fahren alle zu viert in allen Autos. Einmal. Oh, oh Gott. Gut. Was haben wir Womit fangen wir an? Oh. Sollen wir damit gleich mal anfangen? Ich hab da einen guten Müll. Trotz Rückbank, wirklich viel Platz für vier, bietet der Jaguar nicht. Moment, jetzt gibt's Platz. Jetzt gibt's Platz. Funke. So. Was habt ihr denn gefrühstückt, Mädels? Ja, noch nicht viel. Ich muss nur mal pinkeln. Natürlich eine Menge Spaß gemacht. So was können wir ruhig öfter machen. So mit allem Mann irgendwo rein und dann Stoff. Viele Muskeln wiegen viel. Satte 1800 Kilo bringt der offene XKRS auf die Waage. Cabriolet ist immer sehr schwer, aber dafür ist ein ganz schön agiler Kasten. Der Kasten ist das stärkste Jaguar Cabrio aller Zeiten. Unter der Haube ein 5 Liter V8 mit 550 PS. Möglich machen das Kompressoraufladung und eine neue Abgasanlage mit vermindertem Gegendruck. Leder, Luxus und Carbon mit 138.100 Euro kostet der XKRS so viel wie der Porsche und der Lotus zusammen. Wie freudig ist er, mein lieber Mann. Also das ist echt ein Saft. Ist im OPC nicht angesagt. Der Corsa tendiert zum Untersteuern. Der Frontschruppe! Der schrubbt sich echt durch die Kurven hier. Macht aber Laune. Spaßmobil. Der kommt gut zurecht in engen Ecken, wie auch ein bisschen in schnelleren Kurven. Nordschleife steht auch noch drauf, respektive Nürburgring. Ich glaube, dass jeder Opel-Fan da begeistert sein wird. Ein Manko hat der Rüsselsheimer dann aber doch. Was ist denn das? Das Gaspedal, das knickt irgendwie zur Seite. Wenn man richtig das Gaspedal durchdrückt, dann klappt das so weg. Ganz komisch. Hey, 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 Katharina! Oh mein Gott, die ersten Runden, also ich glaube, es ging irgendwie eine halbe Runde, hatte ich schon die Katharina quer vor mir. Die ist irgendwie in die Botanik rausgeschossen und kam dann quer wieder auf die Strecke zurück. Das Problem ist, du bist dann ja auch gar nicht mehr so bei Sinne. Du vergisst ja völlig, was du für ein teures Auto jetzt gerade unterm Hintern hast. Du bist ja nur fahren, fahren und du bist einfach so am Limit. 680 Newtonmeter und 300 km/h Spitze sorgen für viele Emotionen. So geil! Dich nehme ich mit nach Hause. Mein kleines Lina! Ich bin hinter dir! Mann, ist das geil! Ich war kurz leicht schon wieder im Kiesbett, aber alles gut. Ja, ich habe, glaube ich, vorne rechts habe ich hier mal kurz einen Abflug gemacht. Nee, yeah, ich aber auch. Das merkt keiner. Weil ich sollte mal jetzt rüber, weil sonst macht gleich. Wir kommen nämlich in Sabine. Genau. Komm, Feuer! Feuer! Beim Prestige-Sprint auf Tempo 100 ist der Lotus 0,4 Sekunden langsamer als der Jaguar. Aber gute Bremsen hat er. 3,5 Liter Mittelmotor V6. Bekannt für puristischen Leichtbau, rüsten die Briten jetzt auf. Ein Kompressor beschert dem von Toyota stammenden V6 stolze 350 PS.
Als 2+2-Sitzer und mit Automatikgetriebe IPS kostet der Lotus Evora S 79.410 Euro. Leichtes Auto mit einem starken Motor, da hat Toyota volle Arbeit geleistet. Und es ist auf alle Fälle ein Auto, das mega Spaß macht. Wo sind 80.000 Euro? Ich möchte dieses Auto haben. Jetzt heißt es aber erstmal, Auto wechsle dich. Hier, nimm dir den mal. Ja? Interessantes Fahrzeug. Schmitzi. Lina war Autofahren. Autofahren. Das ist kein Dreschkasten. Du musst jetzt fürs Petzen einen Liter Blut durch die Nase spenden, haben wir gerade beschlossen. Also es ist nee, kaputt. Es ist eklig. Entschuldigung. Es sieht einfach danach aus, als ob wenigstens eine von uns vier mal ein bisschen Gas gegeben hätte. Da spricht ja nichts also dagegen, oder? Schäden dafür sprechen, habe ich auch Gas gegeben. Immer alleine fahren wäre aber langweilig. Wir sind vier Mädels zusammen, da kommen natürlich ein paar Dummheiten, die man im Straßenverkehr nicht machen sollte. Das ist eine Regenschirmablage, aber mehr ist das nicht. Das ist eine Chihuahua-Ablage. Wir fahren eine Runde, oder? Eine Runde kriegen wir hin. So, Christina muss jetzt nach hinten. Ich schaffe so einen Schneidersitz, ich schaffe ihn nicht. Oh, hallo, Schätzelein. Also anschnallen braucht man sich hier auf jeden Fall nicht. Ich mit der Kathi nach hinten und also man muss sich echt die Unterschenkel amputieren, wenn man da überhaupt mitfahren will, eigentlich. Angeschlagen. Lina ist gefahren wie der letzte Henker. Schmitz lag mir halb kotzend auf dem Schoß. Volle Konzentration. Vorbei. Es war eine Katastrophe. Und die Lina, die fuhr, also mein lieber Gesangsverein, da wäre vielleicht auch noch mal so ein Beherrschungskurs vonnöten. Ja? Was mich am meisten freut, Sabine Schmitz saß hinter mir und die hat geschrien. Ich glaube, die hat Angst. Ich habe mir so den Kopf angehauen. Und das mit meinem Schleudertraum. Und weiß ich, was das hier ist. Also, Sardinen luxusbequem. Also, die Fliehkräfte wirken bei dem Fahrzeug. Aber das war ja richtig super. Fahrt. Katharina schnappt sich den Porsche. Keine gute Idee. Blubberkätzchen! Blubberstute! Ah, herrlich! Herrlich! Sie ahnt nicht, dass sie im Boxster gleich ein Déjà-vu haben wird. Jetzt steht sie mir noch ein Porsche im Weg, glaubst du? Was
wahrscheinlich fertig gemacht, den Arm. Scheiße. Fuck. Ja, in der Kurve hatte ich mit dem Porsche auch so meine Schwierigkeit. Nein! Gehen wir mal gucken, ob der Porsche das Zeitliche gesegnet hat. Ich hab, muss zugeben, nicht an Kathi gedacht, aber an das schöne Auto. Ich denke, oh nein, was macht die denn da? Und dann flogen echt so Felsbrocken durch die Luft und Kathi, die blonde Mähne hing da irgendwo aus dem Fenster oder aus dem Auto raus. Ich sag, oh Scheiße. Aber hier musst du mal einen Blick reinwerfen. Das ist in den, so entspannt. In den Lüftungsschacht. Da wohnt ein Maulwurf drin. Boah, hier innen drin auch alles voll. Ja, klar, ich hab sogar Erde unter die Sonnenbrille gekriegt. Ohne Scheiß. Sämtliches Grünzeug kam mir irgendwie so hier so am Ohr vorbei. Aber Gott sei Dank. Gott sei Dank ist nichts passiert. Ich habe mich auch geschämt. Ist auch eigentlich nicht witzig. Da war ich halt einfach übermütig. Bin zu schnell wieder aufs Gas, als ich merkte, er rutscht. Und ich könnte gleich irgendwie mal so einen Flattermann machen. Und dachte ich, ach, alles im Griff. Und dann zu spät. Das sieht ja geil aus. Oh, da wächst Gras, ey. Voll vom Stängel. Oh. Ich komme nicht in Autohimmel. Schnittlauch. Ich komme nicht in Autohimmel. Schnittlauch. Oh Gott. Und dachte eben noch so, super, oh alles im Griff, alles easy. Ich kann gar nicht sagen, wie es dazu kam, wenn ich das wüsste. Ich dachte, okay, da war es ein bisschen zu schnell und dann schöner Arsch rum, habe ich mich gefreut. So. Ja. Fein. Und dann habe ich gemerkt, ich krieg wieder, eigentlich dachte ich, wäre wieder alles im Lot. Und dachte, kannst du wieder schön auf den Pinsel. Und in dem Moment fliege ich ab. Sträucher irgendwo. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt auch nach Hause. Ich habe das hier gar nicht verdient. Kannst du eintopfen. Das hat so Spaß gemacht. Was, das war wieder, hat alles gut gemacht. Hat das grüne Ding gut gemacht. Das hat die Mitfahrt mit Lina wettgemacht. Also aber das war hier auch deine Kurve, ne? Rein äußerlich hat er ja kaum gelitten. Das sah wild aus, aber er hat es überlebt. Kathi übrigens auch. Jetzt rein in die Kiste und Stoff. Hier wird nicht rumgeheult. Ich heul doch nicht rum. Ich bin einfach nur stinksauer. Und ich habe keinen Bock auf eine Diskussion mit der Sura jetzt. Ja, dann so. Jetzt kannst du den Stand. Aber eigentlich kann sie das doch jetzt gleich übernehmen. Ja. Ja? Die hätte gerne den Weißen wieder. Wer war das? Das war ich. Frau Sura, Sie können jetzt schimpfen. Ich glaube, sie hat gerade den Porsche. Ich war das. Hast du den Porsche durchs Kies gezogen? Das war schon so, als ich hier ankam. Ich weiß nicht, was passiert ist. Katharina? Ja? Wir müssen reden. Ach ja, soll ich mich jetzt, auf die Couch legen oder in die Augen setzen? Aber über mich lachen, wenn ich mal Grashalm vorne hier am... Ne? Na Lina, das macht es aber nicht besser hier mit der Rückenstärkung. Das muss ich mir jetzt mal genau anschauen. Ich habe gesehen, wo ich da um die Ecke kam, dass halt jemand quer irgendwo in der Botanik steht, wo eigentlich das Auto gar nicht hingehört. Und dass da der Dreck auch da war, wo er nicht hingehört. Und zum Glück war das Auto noch okay, also nicht wirklich was passiert. Aber Porsche und du, ihr seid nicht so die besten Freunde, oder? Wir bräuchten mal einen Staubsauger, bitte. Wir bräuchten Männer die uns die Autos putzen. Keine Ahnung, es ist jetzt auch nicht der Zeitpunkt, um sich über mich lustig zu machen, wenn ich das mal hier so anmerken darf. Das ist auch nicht lustig. Das ist jetzt der zweite Porsche, den du schon in den Arsch fährst, oder? Ja, jetzt den anderen mal sehen sollen. Ja? Den konntest du so mit nach Hause nehmen. Bei meinem ersten Crash habe ich irgendwie 11 Meter Leitplanke leider mitgenommen. Stand auch da groß in der Bild, ihre Airbags retteten ihr das Leben. Also ich bin Fullspeed Richtung Berlin gedonnert und Reifen waren innen abgefahren und Bodenwelle, es war nass und bin halt richtig schön bei 220 abgeflogen. Also von außen sieht die Spur noch gut aus. Ja, ist die einzige, einfach. Die verzogen ist, ist die Fahrerin. Oh, der schöne rote Flitzer. Ja, dann lackiere ich den neu, ich habe gute Lacke. Für Katharinas zweiten Boxster geht der Ausflug ins Grüne glimpflich aus.
Ohne gravierende Schäden geht der Sportwagen wieder auf die Strecke. Jetzt gibt ja, jetzt geht, ja, weil Mutti, die Zuschauer ja. Da sind. Es wird nicht besser. Ja, und dann sehen wir plötzlich auf der Strecke so ein UFO stehen. Space Shuttle, keine Ahnung. Ist er, da hat einer ein Haus gebaut. Das ist ja der Hammer! Ey, was ist denn hier los? Hey, das ist ja cool. Was ist denn das? Das ist ein Ketterer Exclusive. Formel 1 Piloten schwören auf ihn. 480 PS stark, 26 Tonnen schwer, 12 Meter lang, 4 Meter hoch. Das Motorhome hat 3 Zimmer auf 2 Etagen, ein Bad und 5 Schlafplätze. WLAN und 2 Flatscreens mit eigener Satellitenschüssel sorgen für die nötige Unterhaltung vor der Nachtruhe. Kaufpreis 600.000 Euro. Der Code setzt sich aus der PS-Zahl eurer Autos zusammen. So, jetzt haben wir den Salat, jetzt müssen wir rechnen. Das ist 315. Ja wie im Dschungelcamp, ja. Mit Nachrichten und Aufgaben. Ach so, also 315 plus 550, 865, 250, mhm. Macht zusammen 1400 dann, oder? 1400. Ja. Sesam, öffne dich. Irgendwo waren 10 zu viel. Guckst du mal auf die Zahl. Abracadabra. 1425 PS. Da hat sich Lina um 25 PS vertan. Gut gerechnet. Boah, guck dir das mal an hier. Hey, aber weißt du was? Die Männer im Zelt und wir... Ja. Richtig, standesgemäß. Ja, mal ihr seht, ich mache hier schon mal was zu futtern. Ich habe mich richtig Hunger. Oh. Ja. Luxus Stadtcamping. Die Mädels nehmen ihren Palast auf Rädern genauer unter die Lupe. Oh, wow. Also ich schlafe hier nicht. Oh. Die Spannerkamera. Ja. Unser Mädelswochenende. Cheers. Perfekt. Habt ihr keine Becher mitgebracht? Nein. Das war das Wichtigste. Ich habe keinen Becher gehört. Ich habe nur Besteck. Besteck holen. Scheiße, keine Becher, ey. Das ist doch echt ätzend. Probier mal. Lotus. Hast du Spaß gehabt? Ja, ich kann gar nicht voll. Also ich finde, das können wir nächstes Wochenende gleich wieder machen. Ja. Also ich muss sagen, also erst kam ich mit dem Ding irgendwie optisch und so gar nicht klar. Also habe ich mir ständig den Kopf angestoßen, als ich da hinten drin saß bei dir und war so ein bisschen, nee, den will ich nicht fahren. Und dann, der liegt echt gut. Als Spielzeug, ja, aber so als Alltagsauto, beziehungsweise der ist schon, na, mit aus dem Porsche wollte ich ja gar nicht mehr aussteigen. Ich setz mich auf. Ja, der Porsche ist ein Alltagsauto, ich meine, okay. Aber ich meine, die haben alle Spaß. Ich muss ja sagen, den Opel, ne? Erst habe ich gelacht und dann bin ich eine halbe Stunde gefahren und dann bin ich eine Stunde gefahren und gar nicht mehr ausgestiegen. Du hast es ganz clever gemacht, dass du den Opel zuerst gefahren bist, weil ich total high und irgendwie wirklich so, keine Ahnung, ich habe nur noch irgendwie... Das Beste kommt immer am Schluss. War der Jaguar das Beste? Also, Jaguar nee, ich habe Boxster zuletzt gefahren. Also mein Favorit war ja der Jaguar. Doch welches der Autos ist Tagessieger? Zwischen den Testfahrerinnen entbrennt eine hitzige Diskussion. Auf Pole ist jetzt für mich definitiv der Boxer der Jaguar. Weil es hat, ja, also für mich der Opel und der Lotus. Echt? Den Boxer habe ich ja nicht ausgegeben. Also den Jaguar, das ist für mich eher so ein bisschen langweilig ist und hab ein schönes Auto. Nee, der ist sehr edel, der ist sehr schön, aber das ist jetzt kein Sportauto, so mit dem man über die Rennstrecke... Aber der ist so schön klischeefrei. Aber weißt du, der Opel, ganz ehrlich, ich bin begeistert von dem, weil was kostet der im Vergleich zu den anderen? Vergiss das mal nicht. Der kostet 28.000 oder 30.000. Finde ich aber viel Geld. Und du hast eigentlich, ja, aber du hast natürlich Qualität. Also ich finde den nicht schlecht. Ja. Vernünftiges Auto, hör mal. Aber das Leistungsverhältnis ist beim Porsche wahrscheinlich am besten. Ja. Kostet der Jaguar. Ja.
Und du zahlst, was du hast. Ich glaube, ja, 140. Das ist das einzige richtige Sportgerät hier, der Porsche. Der Porsche hat dann wohl gewonnen vom Preis-Leistungs-Verhältnis, weil der Jaguar ist ein echt 140.000. Das ist zu viel. Das ist zu viel. Für mich ist auf Platz 1 der Boxster und auf Platz 2 der Opel. Tja, das mit dem Sieger ist für mich ein bisschen schwer. Wir haben uns ja eigentlich auf den Porsche geeinigt. Aber ich habe mich zuerst in den Lotus verliebt, also muss ich eigentlich ganz fairerweise, ich bleibe beim Lotus. 3:1 für den Porsche Boxster S. Nachdem sich bei den Damen die erste Euphorie gelegt hat, wird es Zeit für den Schönheitsschlaf. Den Logenplatz im zweiten Stock hat sich Lena gesichert. Was nämlich keine von den anderen drei weiß, ich habe den mega Ausblick hier oben. Ich sehe alle Autos zum Einschlafen. Ach, weißt du was? Wir haben doch eine Kamera hier. Dann schauen wir mal, was die Katharina macht. Ja. Ach, Nachtchen. Gute Nacht. Gute Nacht. So, klar. Lass dich nicht von den Wandchen bei. Mal gucken. Psst. Ach, wo haben wir die? Guck mal hier. Da unten. Oh, oh. Boah, die sabbert. Die schläft mit offenem Mund. Oh, Nacht, Christina. Gute Nacht, Sabine. Oh, halt. Gute Nacht, John Boy. Ein neuer Tag. Noch ist alles ruhig im Driving Center Großdölln. Für Katharina vielleicht etwas zu ruhig. Mädels! Oh Gott, Mädels! Mädels, Mädels, die Autos sind weg! Die Autos Was? Sind weg. Wie? Quatsch! Ach komm! Wenn ich euch doch sag, habt ihr die Schlüssel stecken lassen? Ja, die sind echt weg, schau mal. Ja, aber wo sind wir denn jetzt? Die sind geklaut. Aber wer fährt nach Großdölln Porsche klauen? Habe ich mir so gedacht. Aber wir haben uns doch ein bisschen Sorgen gemacht. Ne? Und das am frühen Morgen. Jetzt brauche ich wie ein Loch im Kopf. Jetzt ganz im Ernst. Erst fahre ich den Porsche gegen die Wand halb und jetzt ist er weg. Du wolltest doch noch fahren heute unbedingt mit dem. Ja, ich wollte mich auch morgen wieder aus dem Haus trauen. Also, oh Gott. Was soll ich denn da jetzt sagen? Meinst du, die Bucht ein? Ja, wir haben die Schlüssel stecken lassen und das Verdeck offen. Tut uns leid. Und wer soll denn hier was klauen? Wer war denn das? Keine Ahnung. Jetzt stehen wir da mit unseren Schlafgewändern. Oder? Also ich gehe jetzt erstmal in die Büsche. Oh! Ja, hey! Was aber ist was steht das denn? Da steht irgendwas. Was ist denn da los? So. Geil. Da steht da Oh, aua! Aua, scheiße. Das ist ja der Wahnsinn. Da ist wahrscheinlich noch irgendeine Bärenfalle. Oh, die Schlüssel stecken auch. Warte mal. Ness, New Street Style. Die Basis der Buggies kommt aus China. Technik und Endabstimmung erledigt die deutsche Firma Ness selbst. Fürs Gelände gibt es spezielle Federn und Stollenbereifung. Der 1,3 Liter Vierzylinder aus dem Nissan Micra leistet 75 PS, macht 140 km/h Spitze. 9.000 Euro kostet der straßenzugelassene Offroad-Spaß, inklusive Überrollkäfig und Sportsitzen. Also Katharina, im Nachthemd hast du besser ausgesehen. Das ist mir aber zu windig hier, so ein Nachthemd. Oh. Ach, endlich mal Beifahrersitz, auch nicht so schlecht, oder? Ja, stimmt, automatisch landest du auf dem Beifahrersitz. Ich bin eine gute Co-Pilotin für dich heute, aber ich will auch selber fahren. Schauen wir mal. Bevor die Mädels richtig Gas geben können, müssen sie die Strecke kennenlernen. Die hat es nämlich in sich. Wobei, das sind aber Bäume. Das sind ja Bäume. 1,2 Kilometer Staub, Dreck und Sand. Lange Vollgasstrecken und heftige Sprunghügel machen die Sache tricky. Heiliger Strohsack. Links. Boah. Jetzt voller. Boah, das Ding muss doch steuern wie die Pest. Da muss man höllisch aufpassen. Aber gutes Fahrwerk, Alter.
Langsam wird's so mutig. Und rum ums Eck. Juhu. Der arme kleine Baum. Zähl deine Tage, Natur. Dank Heckantrieb und Handbremse lässt es sich problemlos ums Eck driften. Und wenn du so einen Baum triffst, ey, dann ist aber dunkel. Serienmäßig und notwendig. Der extreme Federweg der Fox-Stoßdämpfer. Links! So über den Berg und so aufgekommen, dass ich jetzt dachte, okay, gut Nacht um 8, das war's jetzt. Ich denke, oh ja, so ein Hügel, ne? Erster Gang, kann nicht viel passieren. Und drück voll auf die Tube, saust da hoch und habe ich erst nur Himmel gesehen, dann so Bäume und dann ein tiefes Sandloch. Und dann sind wir, ich denke, jetzt bleiben wir so spitz drin stecken. Also das hat auch ordentlich geknallt. Ich denke, oh, jetzt haben wir schon den ersten Schaden zu verbuchen, aber die Dinger, die kriegt man so schnell nicht kaputt. Fahrerwechsel. Jetzt gehen Katharina und Lena ans Lenkrad. Wenn du sagst Baum, fahr ich in den Baum. Selber fahren ist geil, aber mitfahren will ich nicht. Oh, schrecklich. Jetzt müssen wir mitfahren. Boah, bist du mal über den Hügel mit Schmackes? Ja, rein. Ich hab vor allem Angst. Darfst du nicht vergessen, rechts abzubiegen. Ja, ja. Ich bin fast da rausgekommen. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Ich ist bei mir so stecken. Nur 525 Kilogramm wiegt ein Buggy. 75 PS reichen damit locker für 140 km/h Topspeed. Boah, bist du wahnsinnig! Die Scheiße fressen von denen. Da hängt der halbe Tannenbaum drin. Entschuldigen Sie, Frau Schmitz, ich übe das noch, ja? Es wäre eine Ehre, Sie auf meinem Beifahrersitz haben zu hören. Nicht zu schnell, nicht zu schnell. So, und jetzt Gas, da durch die Mitte. Hier ist doch viel zu weit. Es ist doch viel zu weit. Entschuldigung. Bei dir in der Fahrschule, da will ich auch kein Fahrlehrer sein. Was? Fahr wieder. Die hat es richtig krachen lassen. Die hat den Buggy ordentlich besorgt. Lina freundet sich schnell mit dem Hecktriebler an. Ein Problem gibt es aber. Staub. Viel Staub. Wo waren die denn die ganze Zeit? Boah, ich sehe nichts. Katharina Kuhlmann, du staubiges Mädchen. Du tauchst deine Kuhlen ein mit diesem Nissan-Motor, hast richtig Leistung, kannst ein bisschen um die Ecken driften. Dreck natürlich überall, aber es ist ja nicht so, dass wir Frauen gar keinen Dreck mögen. Also wenn, dann gleich richtig. Für eine Schweinerei. Boah, macht das Laune. Das war mal geil. Hey, folgender Vorschlag. Also ich bin jetzt etwas, ich glaube, ich bin jetzt etwas Ball, aber habt ihr Lust auf ein Rennen? Ja klar, wir wollen ja wissen, wer besser ist, oder? Und du... Der Überlebende wird wahrscheinlich der Sieger sein. Genau. Lass uns doch richtig so richtig machen. Eine Runde und dann schnell Fahrerwechsel und ran an die Buletten. Jetzt müssen wir den Dreck fressen. Staub.
Drecksarbeit beim Frauenwochenende in Großdölln. Hey, folgender Vorschlag. Also ich bin jetzt etwas, ich glaube, ich bin jetzt etwas Baller. Aber habt ihr Lust auf ein Rennen? Ja klar, wir wollen ja wissen, wer besser ist, oder? Und der Überlebende wird wahrscheinlich der Sieger, sollte ich genau sagen. Lass uns doch richtig so richtig machen. Eine Runde und dann schnell Fahrerwechsel und ran an die Buletten. Jetzt müssen wir den Dreck fressen. Tschüssi, ciao, ciao. So, Frau Kuhlmann. Linas Frühstart sichert ihrem Team die Führung. Für Katharina und Sabine bleibt nur der Blindflug. Um vorbeizukommen, muss sich Kathi was einfallen lassen. Oh, boah. Ich glaube, meine Bandscheiben sind am Arsch. Ja! Ja! Kuhlmann, die wusste es besser, hat sich eine Abkürzung gesucht, ist mir mal kurz ganz elegant in die Seite, hat mich zur Seite rausgedrängt und dann war ich die Blöde, die den Staub im Gesicht hatte. Ich habe mir einfach das Recht genommen zu überholen, da wo ich meine, dass es sinnvoll ist. Sie musste halt einmal kurz in die Eisen gehen, aber so ist das halt, ne? So, du springst jetzt rüber! Ne? Und ich laufe außen rum! Fliegender Wechsel. Wer kommt als Erster wieder auf die Strecke? Gummi, Gummi, Gummi! Voll. Scheiße! Wenn du fest bist, fahr los! Kann Christina Sabine noch überholen? Ob legal oder nicht, eine Abkürzung muss her. Jetzt gerade, irgendwo hier gerade, ja. Da kannst du gerade fahren, hier kannst du gerade fahren. Ja, hier. Boah, die kriegen uns nie mehr! Sieg für das Team Schmitz-Kuhlmann. Nur knapp erreichen sie das Ziel als Erste. Frau Kuhlmann hat geschummelt. Dafür hattet ihr einen Frühstart. Boah, ey, erst mal gucken, ob noch alles fest ist. Fantastisch, wir hatten so viel Spaß. Also, ich würde sagen, das müssen wir unbedingt jetzt öfter machen. Heute mit den Buggies. Hätte nicht gedacht, dass wir den Tag von gestern noch toppen können. Aber es ist gelungen. Komm mal her. Oh, war das geil, ey. Ist doch alles fest. Mann, ey, das war aus Versehen. Ja. Ja. Judo. Was macht zur Strafe. Ah. Das ist ganz kaputt. Jetzt bin ich ganz kaputt. Hey, so, jetzt kann ich dir sagen, Schmitz, ich hab die ganze Zeit nichts gesehen. Oh, ja, so bist du auch gefahren. Ich glaube, deswegen war's gut. Ja, genau. Oh. Deswegen war die so gut. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde auch, wir dürfen das so einmal im Monat. Was denn? Katharina, Carlo. Aber Mädels, jetzt haben wir so tolle Autos gehabt zum Spaß haben damit. Aber die Buggies waren schon die besten, die waren oder? Ja. Gewonnen. Ja. Ich will das immer wieder machen. Ich möchte Fahrzeuge testen, ich möchte ans Limit gehen, ich möchte Dreck fressen. Ich will das. Ich bin dafür geboren. Ich brauche das auch. Und das war das geilste Wochenende, was ich seit langem mal wieder hatte. Mit 4 heißen Flitzern über die Rennstrecke, aber mit Vollgas. Dann in einem mega Wohnmobil übernachten und am nächsten Tag mein großer Traum, Offroad durch die Natur heizen. Das war Geburtstag, Ostern und Weihnachten, alles in einem. Ding! Genau. Das nächste Mal fordern wir dann die Jungs heraus, genau, oder? Ja, richtig. Das war das Wort zum Sonntag und ich würde sagen, jetzt gehen wir uns erstmal waschen. Ja. Auf geht's.